Flugzeugentführung wollte die Hisbollah die Brüder Hamadi aus deutscher Haft freipressen. Vor Gericht sagte der Libanese, er habe den Franzosen erschossen, weil er sich von ihm bedroht gefühlt habe. Hariri muss jetzt mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Für falsch und für aussichtslos hält Bundesjustizminister Engelhardt die angestrebte Verfassungsklage, mit der die bayerische CSU den legalen Schwangerschaftsabbruch zu Fall bringen will. Der FDP-Politiker betonte, die gegenwärtige Fassung des Abtreibungsparagrafen 218 entspreche voll den Geboten der Verfassung, des Grundgesetzes. Als Reaktion bescheinigte Bayerns Ministerpräsident Marc Streibel dem Minister ein, wie er sagte, kurioses Rechtsverständnis. Die SPD betrachtet nicht ohne Schadenfreude den Streit der Koalitionsparteien, der sich weiter ausweitet. Eine der bekanntesten deutschen Sängerinnen ist tot. Im Alter von 63 Jahren erlag Erika Köth einem langen Leiden. Die Koloratursopranistin hatte die Musikfreunde in aller Welt begeistert. Ihre Bühnen waren die Mailänder Scala, genauso wie die New Yorker Metropolitan Oper oder der Londoner Covent Garden. 1978 zog sie sich mit einer Abschiedsvorstellung im Münchner Nationaltheater von der Bühne zurück mit den Worten: Man muss wissen, wenn es Zeit ist. Auch bei dem deutschen Boeings haben die Luftfahrtexperten jetzt Defekte entdeckt. So hatten die Monteure in zwei Maschinen die Feuerlöscher im Hauptfahrwerksschacht miteinander verwechselt. Bei einem Brand hätte der Pilot den Feuerlöscher gezündet, der gar nicht im Brandbereich verankert war. Die Flugsicherheit sei aber durch diese Verwechslung nicht gefährdet, sagten die Experten der Braunschweiger Bundesanstalt für Luftfahrt. Die Boeing-Flugzeuge waren untersucht worden, nachdem eine Maschine der Firma in England verunglückt war. Damals waren 44 Menschen ums Leben gekommen. Machtprobe in Hessen. Das Kultusministerium hat den Lehrern verboten, wie geplant, am 2. März zu streiken. Wenn die Pauker das trotzdem tun, droht ihnen ein Zwangsgeld von je 2000 Mark pro Mann und Nase. Auch an der Urabstimmung über den Streik dürfen sich Hessens Lehrer nach Anweisung des Kultusministeriums nicht beteiligen. Denn ein Beamter dürfe nicht streiken, sagt das Ministerium. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die mit dem Streik Arbeitszeitverkürzungen durchsetzen will, sieht das anders. Sie will es auf die Machtprobe ankommen lassen. Dichter Nebel und Raser sind schuld an einer Serie von Massenunfällen auf den italienischen Autobahnen. In den Trümmern der Autos starben mindestens 10 Menschen, über 80 wurden zum Teil schwer verletzt. Der schlimmste Unfall passierte auf der Autobahn Mailand-Rom bei Piacenza. Dort rasten über 100 Personen und Lastwagen bei dichtem Nebel ineinander. Viele Wagen explodierten und gingen in Flammen auf. Mindestens 4 Menschen starben in den Trümmern ihrer Autos. Dutzende mussten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Einige von ihnen schweben noch in Lebensgefahr. Die Autobahn war stundenlang gesperrt. Vor dem Mainzer Landgericht steht ein 58 Jahre alter Familienvater, der jahrelang seine Tochter Silvia sexuell missbraucht hat. Silvia bekam ein Kind. Erzeuger ist Silvias Vater. Was jetzt in Mainz verhandelt wird, ist sicherlich ein besonders krasser Fall. Doch Inzest gehört in Deutschland, leider muss man sagen, Inzest gehört in Deutschland zum Justizalltag. Ein Bericht von Andrea Thoma. Paragraf 176. Vor dem Mainzer Landgericht gab es allein in der letzten Woche 3 Prozesse wegen Unzucht mit Kindern. Sein Fall ist besonders tragisch. Ernst M. gestand teilweise unter Tränen, seine Tochter Silvia 12 Jahre lang sexuell missbraucht zu haben. Schon mit 6 Jahren musste Silvia ins elterliche Bett, mit Zustimmung der Mutter, die ebenfalls angeklagt ist. Das Kind, das Silvia mit 18 Jahren bekam, wuchs in der Familie auf und wurde ebenfalls sexuell misshandelt. Im letzten Dezember erstattete Silvia M. Anzeige gegen ihre Eltern. Unzucht mit Kindern, 10.000 Fälle registrierte das Bundeskriminalamt allein 1987. 23,1% der Opfer sind Jungen, 76,9% Mädchen. Meist kannte das Kind die Täter schon vorher. 37% aller Unzuchtdelikte werden nämlich von Nachbarn oder Bekannten verübt. Fast genauso viele Sexualtäter kommen aus der eigenen Familie, sind Vater oder Bruder und manchmal auch die Mutter. Erst am Ende der Statistik stehen Fremde, vor denen das Kind so oft gewarnt wird. Die Auswirkungen von sexueller Gewalt sind für Kinder katastrophal. Ständige Angst, Depression, niedriges Selbstwertgefühl und bleibende sexuelle Probleme. Und dennoch ist Unzucht mit Kindern noch immer ein Tabuthema.
Der Deutsche Kinderschutzbund rät in jedem Fall zur Anzeige bei der Polizei. Außerdem bietet der Kinderschutzbund fast in jeder Stadt psychologische Beratung für Opfer und Täter. Seit Anfang der 70er Jahre gibt es in der Bundesrepublik Urnenbestattung. Diese Urnenbestattungen sind nicht teuer, das Interesse steigt ständig. Logisch, dass auf den Urnenfeldern allmählich der Platz, ja, knapp wird. Das Gartenbauamt in Bremerhaven hat für dieses Problem eine Lösung gefunden, aber eine Lösung, die Angehörige der Toten entsetzt. Klaus Art berichtet. Stein des Anstoßes, das anonyme Urnenfeld auf dem Spadener Friedhof in Bremerhaven. Seit 2 Jahren besucht Rentner Helmut Mohr täglich das eigentlich anonyme Grab seiner Frau. Die Stelle hat er sich genau gemerkt, 4 Fußschritte von einem Baum entfernt. Seit einiger Zeit wundert er sich, dass, wenn er kommt, schon fremde Blumen auf dem Grab liegen. Rentner Mohr ging der Sache nach und fand raus, seit 1979 werden Ruhestätten geöffnet und neue Urnen hinzugefügt. 600 der 700 Gräber sind doppelt belegt. Helmut Mohr ist empört, die Totenruhe sei gestört und er fühlt sich auch betrogen. Der Magistrat, der bereichert sich an den Hinterbliebenen und den Toten bei dieser doppelten Urnenbeisetzung. Allerdings, gegen das Gartenbauamt hat Helmut Mohr nichts in der Hand. Diese Praktiken sind legal und 100.000 Mark sind so zusätzlich in den Stadtsäckel geflossen. So, was ich Ihnen sagen wollte, in Amerika war heute nicht Montag, da war heute Feiertag. Die hatten also ein langes Wochenende. Aber das wollte ich Ihnen eigentlich sagen, wenn wir dann zu den Wirtschaftsnachrichten kommen. Wir kommen zunächst noch zum anderen Thema, jetzt bin ich fast ein bisschen durcheinander gekommen. Zunächst geht es um ein neues Gerät bei uns, das das Leben von Zuckerkranken erleichtern wird, in unserem Medizintipp. Mit diesem Taschencomputer, den die Uniklinik Mainz zusammen mit einer Elektronikfirma aus dem Ruhrgebiet entwickelte, sollen Diabetikern künftig mehr Freiheiten bei der Ernährung ermöglicht werden. Die 4 lästigen Blutproben täglich nimmt das neue Gerät dem Patienten nicht ab, denn den Blutzuckerwert braucht der Rechner, um die Daten für die nächste Mahlzeit festzulegen. Und so funktioniert's. Der ermittelte Blutzuckerwert, die gewünschte Nahrungsaufnahme und sportliche Aktivitäten werden über eine Tastatur eingegeben. Der Rechner kennt den Zielblutzuckerwert des Patienten und bestimmt dann sofort, wie viel Insulin gespritzt werden muss. Der Vorteil für den Zuckerkranken: Er könnte jetzt, was bisher kaum möglich war, bei Appetit auch mal mehr essen oder auch eine Mahlzeit wegfallen lassen. Das genaue Programm des Rechners kann nur in der Klinik in enger Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient erstellt werden. Wir wissen heute, dass die Entwicklung von Spätkomplikationen des Diabetes in starkem Maße abhängt von der Güte der Stoffwechseleinstellung. Die Risiken sind Entwicklung einer Niereninsuffizienz, die bis zur Dialysepflichtigkeit geht, Blindheit. Wir konnten durch Studien zeigen, dass die Stoffwechseleinstellung mittels dieser Geräte deutlich besser zu führen ist als ohne Geräte. Der neu entwickelte Insulincomputer soll im Sommer in Serie gehen. Preis etwa 500 Mark. Und nicht klar ist es, ob die Krankenkassen diese 500 Mark berappen werden. Jetzt kommen wir zu den Wirtschaftsnachrichten. Ich hatte Ihnen gesagt, in Amerika war heute Feiertag. Damit haben die amerikanischen Börsen auch an der Wall Street zum Beispiel geschlossen. Dennoch, in Europa wurde der Dollar und das Gold gehandelt. Und siehe da, dem amerikanischen Dollar hat die Wochenendpause offenbar gut getan. Heute notierte er wieder etwas fester. Sein amtlicher Mittelkurs an der Devisenbörse in Frankfurt, Sie sollten das mitschreiben, 1,8418 Mark. 1,8418 Mark. Auch Gold macht wieder etwas Boden gut. Die Feinunze kostete in London heute 382,25 Dollar. Ja, das waren die Kurse, die ich Ihnen weitergeben konnte. Alles andere, wie gesagt, aus USA liegt nicht vor, weil man es da vorzog, heute frei zu machen. Morgen, am Dienstag, wird unser Wetter von einem Zwischenhoch beeinflusst. Die Regenfälle lassen also erstmal nach. Wir kommen zum Wetter. Nur im Norden und Osten schauert es noch ab und zu. Sonst ist es überall freundlich und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 8 Grad. Der Wind weht anfangs frisch und böig, später dann abflauend aus Westen. Die weiteren Aussichten aber sind ausgesprochen schlecht. Ab Mittwoch wird es erneut wechselhaft und regnerisch. Schon ein paar Tage eher als in der nächsten Woche, als in der letzten Woche. Wir können also annehmen, dass es dann ein schönes Wochenende vielleicht gibt. Morgen früh um 6 gibt es die nächsten Bilder des Tages im RTL Plus Frühstücksfernsehen. Und wer bis dahin nicht in den Mond geschaut hat, hat sicherlich gut geschlafen. Denn die Mondfinsternis heute Abend fand wohl statt. Wenn auch hinter dichten Wolken. Lediglich in Hamburg konnte man zwischen 2 Regenschauern kurz einen Mond sehen, der mehr wie ein zunehmender Mond aussah. Der Schatten der Erde
die den Weg des Lichts zum Mond verstellte, verfinsterte ein ganz kleines Stückchen im rechten oberen Viertel des Erdtrabanten. Sehen Sie, und das Ganze war dann die Mondfinsternis. Das waren die Bilder des Tages mit Angelika Bade und mit mir. Und wir sehen uns wieder morgen zur gewohnten Zeit. Wir gehen jetzt den Mond gucken. Wir gehen jetzt den Mond gucken. Die Mondfinsternis vorbei. Ihnen allen einen schönen Abend bei RTL Plus. Tschüss. Spiel, Spaß und Spannung, auch das erwartet Sie bei unserem heutigen Männermagazin. Ob es nun die tollkühnen Wellenreiter sind, die im Surferparadies Hawaii den Kampf mit den Wellen aufnehmen, oder ob es der heiße Männerstrip ist. Aber auch jede Menge Strand und kein Wasser, das gibt es in der Sahara, und dort findet alljährlich ein Wüstenmarathon statt. Und zum Abschluss gibt es noch einen erotischen Clip, der zeigt, dass eine gepflegte Massage nicht nur entspannend, sondern auch sehr aufregend sein kann. So viel zu unserem Männermagazin. Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind, dann sollten Sie dranbleiben, denn gleich nach der Werbung geht's los.